Ja, hallihallo, liebe Freunde von Games in der Zukunft. Willkommen zurück bei Deus Ex Human Revolution. Wir machen heute, erledigen heute ein Primärziel, S1, vergessene Bekanntschaften. Heute wollen wir etwas mehr über die Vergangenheit von unserem Adam hier erfahren. Wie wir wissen oder wie wir schon mal ganz am Anfang schon mal herausgefunden haben, ist es ja mit Adams Vergangenheit so ein bisschen, es ist nicht ganz so offiziell, sage ich jetzt einfach mal. Und da gab es wahrscheinlich einen Datentransfer zwischen Seraph und irgendeinem Privatdetektiv. Also Seraph hat diesen angesetzt, um was über unsere Vergangenheit rauszufinden. Natürlich nur Sicherheitsmaßnahmen, keine Ahnung, wie das dargestellt wird. Auf jeden Fall, dem wollen wir es bis auf den Zahn fühlen, wie es hier steht, und ja, mal schauen, was der so auf Lager hat. Ja. So, das ist der Speicherpunkt. Ja, im Moment brauchen wir jetzt ja noch nicht zu fürchten. Wir brechen ja noch nicht ein. Oh, hier ist offen. Warum ist hier offen? Die Musik wird wieder angespannt. Ich denke, wir könnten die Waffe gebrauchen. Und wir sehen doch, dass jemand in seinem Zimmer. Ups. Und hier gab es wahrscheinlich eine Schlägerei, so wie es aussieht. Die Schuhe ausziehen. Ich habe nämlich gerade gewischt. Und wenn Sie nichts dagegen haben, könnten Sie gleich. Halten Sie den Mund oder ich verpasse Ihnen noch eine Kugel. Sie mich auch. Fünf gegen einen. Und sie schießen auf mich. So, was ist hier los gewesen? Das ist ja dieser Privatdetektiv. Was ist... Okay, erstmal hier gucken, hat er irgendwas mit? Nee. Nur einen schicken Anzug, aber Adam ist da auch ganz nett gekleidet. Oh, und der hat eine Maschinenpistole bei sich getragen. Können wir ihm hier irgendwie helfen, oder? Ist er vielleicht... Mensch, nein, jetzt nicht schießen, Adam. Ist er vielleicht ein Gegner? Mal reden. Jensen. Gott. Brent Redford? Der bin ich. Noch. Woher kennen Sie meinen Namen? Was war hier los? Helfen Sie mir. Dann sage ich es Ihnen. Ich habe ein OP-Kit. Irgendwo hier. Finden Sie es. Sie brauchen einen Arzt. Ich hole Hilfe. Nein, keine Zeit. Die könnten zurückkommen. Jederzeit. Finden Sie das Kit schnell, wenn Sie antworten. Wollen. Okay. Gehen. Details über. Okay, wir müssen... Ich rede nicht ohne irgendein Schmerzmittel, Arschloch. Über... Nein, das bringt doch jetzt nichts hier, oder? Ich rede nicht ohne... Ja, okay. Schnell das Ding holen, sonst verblutet er uns noch. Wir nicht ewig rumlabern. Arschloch. Gut, ja, wir... Ich komme wieder. Ja, das war jetzt nicht so nett zu uns, aber... So, was sollen wir jetzt hier finden? Jetzt hier eine Quest-Aktualisierung. Ich schau mal rein. Ups, hier muss ich... Nee. Ach Mensch, das Erste. So. Ah, hier. Wolle von Männern, so. Er hat irgendwo in seiner Wohnung... Also hier sollen wir suchen, okay. Das macht die Sache ja schon mal wesentlich einfacher. So, was krieg ich denn jetzt hier wieder? Altbekannte Frame-Einbrüche, was soll denn das? Jetzt geht's wieder. Och nö. Hinterm Kühlschrank. Ich denke, wir sollten uns auch etwas beeilen, aber wir können ja die Türen auch nicht öffnen. Das heißt, hier in der Küche ist das gute Gerät sicher nicht. Mal Tür zumachen, bevor hier irgendwie wer zurückkommt. So, die Kiste. Achso, wenn man die schmeißt, dann gehen die kaputt. Das hatte ich ja bisher auch noch nicht gemacht. Ah, nochmal. Jetzt scheint was drin zu sein, oder? Nee, nichts. Auch nochmal. Ach Mensch, geht doch kaputt, Junge. Nichts. Guck mal hier, hier können wir auch nichts machen. Die Pflanze hat auch nichts. Ein Haufen Bücher. Akten. Laptop. Dann wird's wohl hier... Nein, dann wird's wohl hier im Schlafzimmer sein. Hier haben wir was. Hier haben wir den Kit. Okay. Gib mal ihm gleich mal.
Haben Sie das Kit gefunden? Scheiße, diese Schmerzen. Morphium. Das müsste die Schmerzen lindern. Und jetzt sagen Sie mir, was hier los ist. Diese Mistkerle. Ich hätte es wissen müssen. Als Seraph Angst gekriegt hat, war mir klar, dass mir dieser verdammte Fall um die Ohren fliegt. Seraph. Sie sind also der Schnüffler, den er angeheuert hat, um mich abzuklopfen. Detective. War ich zumindest bis... Ah, scheiße. Ich kann kaum noch atmen. Die Typen, die mir das angetan haben, waren Profis. Ich glaube, ihr Boss ist sauer, weil die falschen Leute Staub aufwirbeln. Welche Leute? Was haben sie rausgefunden? Wir haben keine Zeit für Details. Meine Speichereinheit, diese Mistschweine. Dorthin sind sie unterwegs. Ich habe für Seraph viel Scheiße über sie ausgegraben. Zeug, das sie selbst nicht wissen. Über ihre Eltern. Ihre echten Eltern. Die Tests. Das Feuer. Was sind sie, Jensen? Irgendein Freak? Ruhig, Redford. Ich habe den Fall eingemottet. Ist alles in einer Gasse. Hinter der Bank. Dort sind ihre Dateien. Aber Michelle weiß mehr. Sie müssen diese Kerle aufhalten. Sollten wir jetzt hier Details noch? Scheiße, sie... Roboter! Das ist alles ihre Schuld. Geben Sie mir noch Schuss Morphium oder fahren Sie zur Hölle. So, ich glaube... Okay, na, geben wir ihm noch was. Ruhig, Redford. Ah, tut das gut. Ich könnte mich an das Zeug gewöhnen. Hey... Ich bin schon viel gesprächiger, Robotermann. Okay, dann können wir jetzt vielleicht noch etwas über Details erfahren. Oder? Na, was macht er jetzt? Was will mein PC jetzt schon wieder? Ja. Okay, nach was könnten wir fragen? Über die Angreifer, über Michelle, über Seraph. Wer hat Ihnen das angetan? Männer in Anzügen. Einer von ihnen, David oder Daniel oder so ähnlich, britischer Akzent, er hatte das Sagen. Er erwähnte einen Mr. Gray. Sie waren in Eile. Vier von denen und einer als Nachhut. Schwer bewaffnet, diszipliniert. Ich hatte keine Chance. Vielleicht hält diese Metallhülle, die sie Körper nennen... Ja, mehr aus als meine. Was haben die gesucht? Sie, Roboter. Sie wollten meine Informationen über Sie. Jemand Mächtiges interessiert sich für Sie und Ihre Vergangenheit. Okay, also der Adam steht ja ganz schön im Mittelpunkt, würde ich mal sagen. Nein, das hier nicht noch irgendwie einen Spruch machen. Was hat Seraph Angst gemacht? Warum hat Seraph Sie zurückgepfiffen? Sie sagten, er hatte Angst. Wissen Sie auch wovor? Das würden Sie... mir nie im Leben glauben. Scheiße. Ich glaub's ja selbst nicht. Glauben Sie an Geister, Jensen? Seraph hatte Angst vor Geistern? Fast richtig. Illuminaten. Verschwörungstheorien. Alles Scheiße. Aber Sie riechen danach, Jensen. Und zwar stark genug, dass ihr Boss, einer der mächtigsten Männer der Welt, wegschaut. Sie sind ein Geist, ein wandelnder Albtraum. Alles, was sie berühren, stirbt. Okay, das war jetzt mal ein freundliches Feedback hier. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was meint er damit? Die Story wird uns bestimmt noch mehr Aufschluss geben, aber ich bin jetzt ziemlich neugierig. Okay, fragen wir mal noch nach der Michelle. Sie haben jemanden namens Michelle erwähnt. Wer ist Michelle? Ihr Schutzengel. Wer ist sie? Sagen Sie, glauben Roboter... Glauben Roboter überhaupt an Engel? Oder ist das bei euch abgeschaltet? Haben sie eure Seele entfernt
als sie euch gebaut haben. Sagen Sie, wie war es, als sie starben, Jensen? Ich weiß, sie haben Schmerzen und das Morphium... Finden Sie sich, bevor die sie finden. Das sind sie ihr schuldig. Können wir vielleicht noch Details erfahren? Redford, ich weiß, Sie haben starke Schmerzen, aber Sie müssen mir alles sagen, was Sie wissen. Es gibt eine Speichereinheit in der Gasse hinter der Bank, in der Nähe des Polizeireviers. Dort wollen die Typen hin. Ich habe ihnen nichts gegeben. Da ist ein Safe. Er enthält, was sie wollen. Er führt sie zu ihr, zu Michelle. Der Safe. Sie haben nicht die richtige Kombination. 4-0-6-2. Nicht vergessen. Okay, Belohnung, das ist ein bisschen unpassend. Ja. Also ich denke, wir könnten jetzt gehen, ne? Ich gehe. Aber ich rufe Ihnen einen Krankenwagen. Sie kommen durch. Nein, diese verdammten Tiere. Ich kann mich nicht bewegen. Ich wollte meine Waffe ziehen, als mich die erste Kugel erwischt hat. Die zweite... Die haben mich lahmgelegt. Sie machen sich zu viele Gedanken. Das liegt bestimmt am Morphium. Ich weiß, wie Morphium wirkt. Und ich weiß, was eine aus nächster Nähe abgegebene Kugel mit dem Brustbein anstellt. Sie brauchen einen Arzt. Der flickt sie zusammen. Ich will kein Freak werden. Selbst wenn ich mir die OP leisten könnte. Die Augmente. Ich will keine Maschine werden. Und ich werde sicher nicht den Rest meines Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich habe keine Lust, in Windeln zu scheißen. Redford. Hören Sie, es ist noch ein bisschen Morphium da. Nur 2 Injektionen. Das müsste reichen. Bitte. Wenn es sein muss, flehe ich Sie sogar an. Lassen Sie mich nicht so zurück. Wenigstens das schulden Sie mir. Warum hassen Sie die Augmentierung so sehr? Weil sie falsch ist. Man kann doch nicht einfach den Lauf der Dinge ändern. Sie können die Natur nicht ersetzen durch eine Imitation. Das ist nicht richtig. Das ist unnatürlich. Genau das könnte sie retten. Nein, man verliert mehr als... Was bleibt auf dem OP-Tisch zurück? Das sollten Sie inzwischen wissen. Es ist nicht richtig. Mitfühlen. Ich verstehe ihn schon irgendwo. Wer will schon eine Maschine sein? Ist ja auch irgendwie komisch, dieses Gefühl. Ja, stell dich mal vor. Wir hatten ja dieses Gedankenexperiment schon mal gemacht. Also ein bisschen mitfühlen kann ich das schon, aber würden wir persönlich jetzt, würdet ihr jetzt sagen, ich sterbe lieber? Keine Ahnung. Aber die Technik hat sich weiterentwickelt. Sie kann ihnen helfen. Sie könnten ein normales Leben führen. Ein normales Leben? Was wissen Sie schon von einem normalen Leben? Hat Ihnen die Technik wirklich geholfen, Jensen? Oder hat sie in ein Monster verwandelt? Seraph hat Ihnen nicht das Leben geschenkt. Er hat sie optimiert, damit Sie es anderen nehmen können. Zustimmen, wollen Sie das wirklich oder ablehnen? Ich mach das nicht. Wenn es sein Wille ist, dann geben wir ihm seinen Willen. Okay, zustimmen, ne? Wollen Sie das wirklich? Scheißt ein Bär in den Wald. Mann, ich hab's echt vermasselt. Hören Sie, Roboter. Wenn ich es selbst könnte, würde ich es tun. Ich habe keine Familie. Niemand vermisst mich. Es ist besser so. Ich will der Allgemeinheit nicht zur Last fallen. Letzte Chance, Brent. Machen Sie schon.
Och nö, ey. Tödliche Morphiumdosis verabreichen oder auch nicht. Wir würden ihn umbringen. Aber ich denke, in dem Fall ist es richtig. Oder? Ich meine, wenn er keine Hilfe bekommt vom Notarzt, stirbt er sowieso. Ich denke, wir machen das jetzt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke, es ist sein Wille. Und das haben wir schon nachgefragt. Und jeder muss ja selbst entscheiden, wie er leben will. Es geht ganz schnell. Ich weiß. Sie haben ein gutes Werk getan. Diese Männer. Ich werde sie finden. Sehen Sie sich an. Ein stählerner Riese mit einem Herz aus Gold. Aber tun Sie es nicht für mich. Tun Sie es für Sie. Für Michelle. Sie verdanken ihr Leben.